Okay, anscheinend werden sie am häufigsten in der Stadt Osaka gesichtet. Osaka, kannst du das nicht noch ein bisschen besser eingrenzen, Vater? Leider nicht, ich müsste wohl selbst dorthin gehen, um mehr herauszufinden. Ich habe bereits meine verlässlichen Butler in Osaka gesichert. Am besten trifft ihr euch zuerst mit ihm, wenn ihr dort seid. Geht klar. Die von Alice verursachten Schaden, Zerstörungen scheinen kein Ende zu nehmen. Sollten sie sich wirklich in Osaka aufstecken, begebt ihr euch eine große Gefahr, wenn ihr jetzt dorthin geht. Ich fühle mich jetzt sehr unwohl dabei, euch diese Aufgabe zu übertragen. Keine Sorge, überlasst das nur uns. Die Suche wird sich für eine kleine Gruppe wie unsere als viel einfacher erweisen. Meine liebe Nelly, ach Mann, meine Hörer. Wenn ich daran zurückdenke, was du damals für ein kleines verzogenes Gehör warst, und jetzt schau, was dir geworden ist, eine Schlampe. Hör auf, Vater, du blamierst mich. Entschuldige bitte, ich bin gerade etwas gefühlsduselig geworden. Viel Glück euch dein. Ich weiß, ihr werdet mich stolz machen. Ja, Herr Raimon. Mein Vater ist manchmal echt peinlich. Der Geschäftsführer mag dich wirklich sehr. Nelly, das weißt du doch, oder? Das ist doch gar nichts. Du solltest mal meinen Vater erzählen. Er erzählt mir andauernd, dass ich die tollste Tochter der Welt bin. Oh, ich kann es nicht fassen, wie sie sich die darüber streiten, wessen Vater seine Tochter am liebsten hat. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Entschuldigung, habe ich etwas Falsches gesagt, Trainerin? Nein, ist schon gut. Osaka also, ich frage mich, ob Epsilon wirklich dort ist. Egal, in Osaka gibt es viele Leckereien. Fetzer Kaltzmauer, mit denen wir uns voll stolpern können. Octopus, Nudeln, Pfannkuchen, miam miam. Hör doch mal auf, immer nur mit deinem Bauch zu denken. Leute, jetzt mal im Ernst. Glaubt ihr, wir sind bereit, ehrlich in ihrem Steck direkt anzugreifen? Wer weiß, wie viele von uns noch verletzt worden wären, wenn Epsilon sich bei unserem letzten Spiel nicht zurückgezogen hätte? Da ist was dran, aber vielleicht finden wir in ihrem Versteck ja auch Hinweise darauf, wie wir sie besiegen können. Damit könntest du recht haben. Wer weiß, vielleicht finden wir ja sogar noch neue Mitspieler in Osaka. Hey, solange ich auf eurer Seite spiele, habt ihr nichts von Alice zu befürchten? Immerhin war ich es, der Epsilon vertrieben hat. Ja, hoffentlich hoffen wir mal, dass unsere neuen Mitspieler nicht auch so nervig sein werden wie Scotty. Hey, das habe ich gehört. Sollen wir das draußen weiter besprechen, Wortzeit? Genug jetzt. Hört auf zu streiten. Also wirklich. Sie sind ziemlich lebhaft. Das muss man ihnen lassen. Ja, ich meine, es ist besser so, als wenn sie ein Haufen Trauerklöße wären. Haha, und bei dem Thema Trauerklöße kennst du dich ja bestens aus. Verzeihung, haben sie gerade etwas gesagt? Nein, ich brumme nur ja etwas in den Bart. Also dann, sag Bescheid, wenn du zum Aufruf bereit bist. Mann. Neuer Blog-Eintrag. Info. Block. Alice versteckt sich also in Osaka. Ich mache mir ja schon Sorgen um Ken, aber wir müssen trotzdem zuerst einmal mit dem guten Butler meines Vaters reden. Wenn Ken weg ist, ist im Team viel zu ruhig geworden. Es ist so schlimm, dass es ruhig geworden ist, oder was? Abwerben. Wallet. Ja, ich will welche davon haben. Wo ist King in Stamford? Stonewall. Ach, der ist auch so ein. Erstmal den hier. Danach kommen die anderen zwei. Die anderen. Ich habe gehört, dass Stonewall irgendwo in Tokio ist. William New. Geile Beschreibung, er ist irgendwo in Tokio. Geil. Das hilft auch so sehr. Und wo zum Geil ist er jetzt? Wie irgendwo in Tokio. Willst du mich verarschen oder was? Die geilste Beschreibung ever. Er ist irgendwo in Tokio. Wo kann er nur sein? Okay. Okay, die haben auch keinen Platz, wo Shima Buddha ist, würde ich mal sagen. Irgendwo in Tokio. Willst du mich verarschen? Info. Status. Ich habe gehört, dass da irgendwo in Tokio ist. Du bist so ein dummer Spasti.
Eigentlich musste Stormwall in unsere Truppe kommen, nach der Story her. Oder? Nein, er kam ja später, stimmt. Bahnhof vielleicht? Vielleicht chillt er am Bahnhof hier. Okay, hier ist er nicht. Das sehe ich jetzt schon. Karte. Bahnhof nicht, okay. Raimund Junior High, nein, oder? Irgendwo in Tokio. Wie kann man so eine beschissene Beschreibung geben? Ich habe gerade was gesehen, was ich nicht sehen will. Spieler. Was will diese Missgeburt bei mir? Wo ist Erik? Ah, der ist schon drin, okay. Dann nehme ich lieber Janus in die Truppe als diesen Missgestalt von einem Spieler. Wo zum Geier ist der Mann? Das ist er nicht, okay. Wo zum Geier ist der? Irgendwo in Tokio, geilste Beschreibung ever. Soll ich alles abklappern oder was? Okay, da ist er nicht. Ein neues Team, die Fliegenfänger. Okay, wenigstens was Neues hier zu sehen. Männer drin. Tolles Tor! Das war echt ein schnelles Tor. Muss man echt sagen. Okay. Wo zum Geier ist der Spacko? Soll ich in der Klinik nachschauen oder was? Raimund ist er nicht. Klinik, Wohngebiet. Geht mal in der Klinik mal. Wo zum Geier ist der? Ich glaube nicht, dass er hier drin ist. Hier kann man kein Fußballspiel spielen. Also hier ist er. Ach, ich schau mal trotzdem nach. Ich gehe nur mal sicher. Was geht, Leute? Okay. Oben ist Julia. Okay. Wie die Musik einfach schnell wechselt. Okay, in der Klinik ist er auch nicht. Tut mir leid, wenn das für euch gerade so langweilig ist, aber ich brauche die Spieler jetzt mal. Die wichtigen Spieler in der Story. Karte. Wohngebiet? Ist er wirklich ein Wohngebiet? Glaube ich eher nicht, aber naja, ich kann es ja versuchen. Ich habe nichts zu verlieren. Oma, okay. Diese beiden Spackos. Der Typ. Die Außenseiter. Oh, die Außenseiter. Oh, ich kann jetzt auch verstehen, warum es Außenseiter sind. So habe ich bisher keinen Ball bekommen. Okay, danke schön. Ich kriege aber sehr wenig Erfahrungspunkte, merke ich gerade. Okay, das war's dann wohl. Karte, jetzt gehe ich mal zum Flussufer. Erstmal alles betrachten. Schon gefunden. Oh, neue Gegner, die Spielmacher. Hm.
immer dieser Hitlergruß, immer wieder. Okay, jetzt wo gegen ihn hier. So, wenn das nicht die Raimon Elfe ist, seid ihr gekommen, um euch über mich lustig zu machen? Was, ihr möchtet, dass ich eurem Team beitrete? Ja. Oho, das gefällt mir, Mark. Na gut, dann trete ich an eurem Team bei, das wirst du nicht bereuen. So muss es sein. Also ist das auch fein. So haben wir unseren Spieler. Sehr gut. Ich möchte in den Boss. Jetzt will ich aber noch die anderen zwei Spieler abwerben. In diesem Part. Abwerben. Sanford und King will ich haben. Gleiche Suche. Weiter suchen. Weiter suchen. Kommen die nicht mehr wieder? Oder warum kann ich die jetzt nicht abwerben? Ach ja, die sind ja beide verletzt. Okay, dann geht's nicht mehr. Vielleicht später. Kann es losgehen? Wunderbar, alle an Bord. Der Nusuma-Bus bricht jetzt auf. Ihr seid bereit, auf nach Osaka. Innenstadt. Die Stadt sieht auch interessant aus und da ist eine Truhe. Oh, Riesenkrabbe. Bisschen strecken. Oh, heute zu viel aufgenommen. Wow, schaut euch alle diese hellen Lichter an. Da wird einem ja ganz schwindelig im Kopf. Willkommen in Osaka. Wenn ihr zu viel Geld habt, dann kann ich euch dabei helfen, es loszuwerden. Mein Laden ist immer geöffnet. Ich glaube, ich spare mein Geld lieber erst einmal. Junge, die wissen ja aber echt, wie man Geschäfte macht. Was habe ich euch gesagt? Hier finde ich genau fantastische Futterkram, um mich total voll zu stopfen. Nach all den Jahren, die ich an der Klöster definitiv festgegessen habe, wird es langsam mal Zeit, dass ich hier ein bisschen Spaß gönne. Jetzt haue ich aber so richtig auf die Pauke. Das einzige Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Hey Scott, wir sind nicht zum Spaß hier. Wir sollten uns mit dem Butler von Nellys Vater treffen und ihr in Erfahrung bringen, was er rausgefunden hat. Das ist besorgniserregend. Hier hätten wir uns mit dem Butler meines Vaters treffen sollen, aber er ist nicht da. Wo steckt er bloß? Ich kann ihn nirgendwo sehen. Wie sieht er doch gleich aus? Wenn wir schon den weiten Weg hergekommen sind, können wir ihn jetzt auch schon suchen gehen. Ich fange in den Geschäften an. Hihi. Scott hat schon recht, es wäre vergeudete Zeit, hier einfach nur rumzustehen und zu warten. Lass uns ein paar Leute auf der Straße fragen, ob sie den Butler gesehen haben. Yippie, aufgepasst, Osaka, hier komme ich. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich alles untersuchen gehe.